Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Final Fantasy 7 Rebirth unterwegs im Nibelgebirge. Ach du Schande, wer bist du denn? Lass mich raten, an dem müssen wir vorbei. Nun. Was willst du machen, ne? Ein Drachen. Autsch. So, Matrizier, Analyse, wirksam Eis. Okay, wenn du diesem Ungetüm eine bestimmte Menge Schaden zufügst, setzt es Kampfschrei ein und wird danach schockanfällig. So. Klingenstrahl, jawohl. Ich sehe nichts, hallo. Alles endet hier und jetzt. So. Spring für mich ein. Mit dem Geist zum Vergnügen. Hey, du lahme Schnecke. Komm mal zu. Okay. Oh, Moment, Synchro-Fertigkeit, so ihr Spiralsprung, weil es so schön ist. Und weil er danach erledigt ist. Hoffe ich doch. Jo. Das hätte jetzt doch gefehlt, ey, wenn der das überlebt. So, Moment. Hier durch. Sag mal, der Typ, nach dem wir suchen, der heißt doch Murasaki, richtig? Ja, wieso? Naja, der Name klingt wutayanisch. Vor dem Krieg sind viele Leute nach Midgar gekommen. Einige ihrer Kinder und Enkelkinder sind dann bestimmt bei Shinra gelandet. Oh, das hatte ich gar nicht in Betracht gezogen. Hm. Kommen wir runter. Okay, welche Leitung? Ist dem wohl egal? Wahrscheinlich nicht. Ich nehme mal die hier. Achso, sind doch alle drei, okay. Oder auch nicht, hä? Um Gottes Willen. Jetzt Moment, Alter, hier gibt es noch mehr Röhren. Eieieiei. Ach du Schande. Oh. Jawohl, Gegengift, Megatrank. Ist hier noch irgendwo eine Heilekiste? Nee, gut. Nee, hier geht's nicht lang. Ah, ja, okay. Da oder da? Ich hab keinen Dunst, ich gehe mal hier lang. Dann nehmen wir diesmal die linke Röhre. Also ich schätze mal, links oder rechts wäre egal gewesen. Das ist meine Vermutung. Ja, das da wird wahrscheinlich die rechte Röhre gewesen sein. Frage ist nur, hätte es zwischendurch noch irgendein Item gegeben? Idealerweise vielleicht sogar eine Waffe. Das wäre natürlich jetzt ärgerlich. So, hier durch. Als ob. Sackgasse. Irgendeinen Weg muss es doch geben. Sehen wir uns um. So, was kann ich mit dem machen? Okay, wenn ich den jetzt ziehe, was bringt mir das? Das bringt mir doch gar nichts. Ah! Doch, das bringt mir das. Ah, danke. Nun. Gut, ich halte. So. Machen wir sicher jetzt aber mal das Tor schon auf.
Nope, hier ist nichts. Was ist das für ein... Ja, was soll das sein? Frontalangriff! Ausgezeichnet! Oh shit! Jetzt oder nie! Nö, nö, nö! Mann! Ah, Mistviecher. Oh, komm, mal ruf die Tür, Cloud. Eigentlich ist es gar nicht so seltsam, dass Wutayana auf der Welt verstreut leben. Wir haben ja auch Leute wie Wutai, die mal bei Shinra waren. Oberst Lodbrok zum Beispiel. Er und Gouverneur Saruf sind doch der Grund dafür, dass wir jetzt eine Übergangsregierung haben. Und Oberst Lodbrok hat mal gesagt, dass er und seine Leute früher alle Soldaten waren, die Shinra dann irgendwann den Rücken gekehrt haben. Genau wie du, Cloud. Das ist was ganz anderes. Wenn du mal nach Wutai kommst, stelle ich euch einander vor. Vielleicht kommst du dann in die Übergangsregierung. Ja, nee, danke. Lass mal. So. Wohl, nehmen wir. Und weiter runter. Die Idee immer besser. Wenn wir das alles hinter uns haben, solltet ihr zu mir nach Wutai kommen. Und dann gründen wir nach oben, nicht nach unten. Spezialeinheit und nennen uns Yuffie Sonderbrigade. Ganz Shinra wird unsere Namen kennen. Die Garde wird in Ehrfurcht vor der wunderschönen Ninja und ihrem treuen Gefolge erstarren. Ich sehe schon vor mir. Die Leute werden uns für die Filmrechte die Tür einrennen. Gut, dann lasst uns das alles hier mal schnell hinter uns bringen. Wutai wartet! Träum weiter. Ja. Oh, die ist ja genauso nervig wie im Original. Alter, wo geht's dir hin? Dumm, 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 dumm. Ja. Danger. Hi, Marco. Emission Zone. Nun. Da müssen wir wohl durch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Irgendwo Kisten. Da ist noch was. Jo. Königsfeder. Nett. Ah, gut, sonst sehe ich jetzt... Oder hier die eine noch, ne? Aber ne, die kann man eh nicht kaputt machen, okay? Nein, nein, komm. Oh, okay, was nu? Das ist ein Ninja. Aus Wutai. Ist etwa Krieg? Was wird dann aus... meiner Mission. Werde ich zurückgerufen? Wieso hat keiner was gesagt? Es herrscht doch Waffenruhe, oder nicht? So heißt es. Aber wer weiß schon. Den Gefallenen ist es gleich. Kommt. Finden wir Murasaki. Wenn sie Krieg wollen, sollen sie ihn haben. Okay, weiter geht's. Hat man dir nichts davon gesagt? Nicht ein Wort! Ich hatte keine Ahnung, dass sowas geplant war. Ich hätte hier sein und ihnen helfen sollen.
Du hast uns stattdessen geholfen. Mach dir keine Vorwürfe. Ja, klar. Mhm. Okay, was haben wir hier jetzt? Erstmal zack, kaufen. Megatränke, 2 Stück. Jo. So, verkaufen. Halt. Verkaufen. Moment. Oh. Hallöche. Oh, ja gut, für Yuffie wäre das auf jeden Fall, was? Hm. Na dann komm, den nehmen wir. 6,5 kostet der normalerweise. Leck mich in den Tisch. So, und für Tiefer wäre der auch was, ne? Garmreif. Oh, der wäre für Cloud was. Na komm, es hilft ja nichts. So. Naja, wenigstens habe ich mal das Geld. So, verkaufen. Ist hier wieder was? 84, da siehst du, ja, Synthese muss ich mal machen, ey. So. Dann haben wir das hier noch. Hier war ich ja auch schon lange nicht mehr dran. Codex-Stufe 6 freigeschaltet. Chapeau, ey. Stufe 7 freigeschaltet. Nochmal Chapeau. Erhöht das MP-Maximum um 3. Erhöht die Aufladung. Das ist gut. Erhöht den Schaden. Ja. Erhöht die Aufladung der Limitleiste bei erfolgreichen Blocken. Ganze dritte ATB-Leiste. Okay. Erhöht den Konterschaden in Offensivhaltung. Reduziert erlittenen Schaden beim Blocken. Na, komm. Cloud und Yuffie fegen wie ein... das wäre jetzt wahrscheinlich gar nicht so verkehrt, weil im Moment spielen wir ja mit Yuffie. Erhöht die physische Abwehr in der Offensivhaltung. Erhöht das MP-Maximum um 3, ja. Hm. MP-Regeneration, das TP... Hallöchen. Moment einmal. So. Gut, das dürfte es erstmal hier gewesen sein. Tiefer. 5 freigeschaltet. Wie, mehr nicht? Okay. Leibwache. Tiefer und Red 13. Okay. Erhöht das MP-Maximum um 3. Ja, dann nehmen wir lieber das hier. Erhöht die kritische Chance. Windelementar, magischen Angriff. Okay. TP-Maximum um 200. Okay. Füllt die ATB-Leiste bei Kampfbeginn. Warum nicht? Naja, die Wirkungsdauer von Entfesselung. So, das. Ja, komm, das auch. Dann das hier. Dann haben wir noch 15. So. MP-Regeneration, Schaden von Waffenfertigkeiten, erhöht die Aufladung der Limitleistung 5%, wenn Gegner einen Schockzustand. Ah, komm. Nehmen wir. Und das war's. So, Yuffie. Stufe 5 freigeschaltet. Nun. Erhöht das Glück. Erhöht den erteilten Schaden von Feuer, Eis, Blitz, bla, um 3. So, also 3%. Feurige Verkettung. Cloud und Yuffie. Ah, okay. Nehmen wir. Weil sie ja gerade mal Party-Member ist, nö. Wir erinnern uns. Einzelne Körperteile um 5%. Das ist hiermit benötigt Gruppenstufe 8. Okay. Erhöht das MP-Maximum. Erhöht den Schaden durch Synchroaktionen und Fertigkeiten. Erhöht das Glück. Erhöht den Schaden. So. Was bist du? Normale Angriffe um 3%. Warum ich das noch nicht geskillt habe, man weiß es nicht. Eiselementarer Angriff nehmen wir auch. Sammelt durch gedrückt halten der Taste Kraft. Kann in der Luft eingesetzt werden. Okay. Nehmen wir mal das hier. Zehn haben wir noch. Würde nur noch hierfür rein. Na komm. Glück. Glück um 50. Warum auch nicht?
So. Haben wir die auch. Dann einmal ausruhen, alles wieder herstellen. Ja, dann rein in die gute Stube, würde ich sagen. Hallo, ich würde gerne was sehen. Danke. Alter, ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Boah, ist das dunkel hier. Hallo. Naja, das ist nicht nur bei euch im Video so. Auch hier bei mir auf dem Bildschirm ist das alter Vater. Man sieht nicht wirklich was gerade. Oh. Und was mir gerade einfällt, kann ich das jetzt machen? Na. Nee, na gut, ich muss die Armreife noch wechseln. Dum-di-dum-di-dum. Stunden und etliche Etagen später. Ist da jemand? Bist du aus Wutai? So, Moment. Ausrüstung. Cloud. Banditenreif. Der Garmreif war das, ne? Jo. So. Für die beiden haben wir den Varvados-Reif jeweils. So. Und sie müsste mal, was hat sie denn hier? Geschwächte Abwehr, Schwerkraft, Luftbarrieren. Also sie hat ja quasi gar nichts. So, hier, heilen kriegt sie noch. Behandeln, ja, nehmen wir auch. Habe ich noch irgendwie Luft, Feuer oder? Hier, Glut. So, es war nur auf Stufe 1, aber hey. So, dass sie zumindest auch ein bisschen, ne, ein bisschen Magie hat. So, hier habe ich, gut, das, nee, das lassen wir erstmal. Bei ihr haben wir auch minus 26 physische Attacke. Okay, dann lassen wir das erstmal so. Und rein in die gute Stube. Ach. Bereit? Wer ist er denn? Verrätische Schöpfung, okay? Aua! Nehmen wir mal den rechten Arm. Wirksam Eis, okay. Zerstöre die Tentakel am rechten Arm, um diese dämonische Schöpfung schockanfällig zu machen. Wenn sie eine bestimmte Menge an Schaden eingesteckt hat, erschafft sie einen Klon. Am Arsch die Räuber. Was ist denn das nun wieder? Aua! Gebe ich alles. Alles in den Tier und jetzt ist unsere Chance. So muss das sein! Puh.
Okay, das ging mal fix. Kommt, suchen wir weiter. Gut. Ist hier noch irgendwas in dem Raum? Nee, sieht nicht so aus, außer der übliche Schleim. Na denn. Oh. Wie schrecklich. Dieses Ungeheuer muss sie erwischt haben. Nein, das sind Schusswunden. Ach nee, doch, das sind Wutai-Krieger. Und runter. Moment, hier geht's garantiert nicht mehr lang, ne? Natürlich nicht. Wer bist du? Sehen wir uns mal um. Vielleicht gibt es Überlebende. Also hier ist niemand. Alles okay? Ja. Hä? Catchy? Bist du das, Yuffie? Wo seid ihr gerade? In der Nähe des Reaktorkerns. Und du? Im Rathaus. Ich dachte, ich könnte euch vielleicht helfen und hab mich ins Terminal des Reaktors eingeklinkt. Oh, habt ihr Murasaki gefunden? Er ist tot. Unterlag in einem Kampf mit Wutai. Was? Oh nein! Dann bleibt uns jetzt nicht mehr viel Zeit. Wir müssen zum Terminal in der Shinra-Villa. Habt ihr die Schlüsselkarte? Ja. Gut, dann steckt sie in das Terminal vor euch. Jetzt lasst mich mal zaubern. Die Villa ist im Handumdrehen offen. Das wäre geschafft. Geht schon mal vor zur Villa und sucht das Terminal. Geht klar. Bis dort. Tschüss. Tschüssi. Gehen wir. Sobald wir in der Villa sind, suchen wir das Terminal. Am besten finden wir es, bevor die anderen zurückkommen, okay? Jawohl. Warte du auf Claude und die anderen. Wenn sie hier sind, führ sie zu uns. Wirst uns ja sicher erschnüffeln können. Du bist der Einzige in der Gruppe, der das kann. In dem Fall bleibt mir wohl kaum eine andere Wahl. Na dann mal los! Ach du Schande, jetzt... Oh Gott, jetzt geht's los. Jetzt habe ich ihn in der Gruppe. Oh, Backe, ey. Nun. Ja, ne?
In Räumen mit ausreichend Platz ist Kate Sith in der Lage, sich mit Drücken von R2-Rollen fortzubewegen. Stößt er dabei jedoch gegen ein Hindernis, braucht er einen Moment, um sich wieder aufzurichten. Okay? Aha. Okay. So, jetzt muss ich erstmal bei denen gucken. Ich glaube, wie ist denn das hier mit der? Der hat noch nicht mal hier was ausgerüstet, Alter. Erhöht die Anzahl angenommen, erhöht die TP um 5%. Okay. Stärkt die gerufene S-Bar. Der Charakter schreibt alle 100 Schritte ein Gilgut. Ach, guck. Erlaubt die Benutzung der Materia Chakra auf der höchsten Stufe. Schick. Bringe den ATB-Verbrauch. Mhm. Versetzt im Kampf automatisch den Zustand Frosch. Ja, nee. Seelenohrring, so. Schau, sofortig im Tod. Joa, der erhöht die Stärke und Magie um 5%. Na komm, hier, nimm das. So. Gelbes Megafon, ich hab keine Ahnung. Aha, hier, nehmen wir nochmal das Kristallmegafon. So, und der Banditenreif. Stattdessen nimmst du mal den. So. Und jetzt brauchst du eh erstmal Substanzen und hast du nicht gesehen. Alter Vater. So. Reduziert den MP-Verbrauch von Heilmagie. Aha, okay. Nehmen wir mal das. Drücke um die Wirkung wieder. Okay. Erhöht die Stufe verbundener Materia um 1. Oh. So, das Ding ist, ich habe nicht genug Materia, fürchte ich, um alle auszurüsten, ne? Hier, Blitz kannst du nochmal kriegen. Halt, was war da? Zeit, Zerstörung. Gestärkte Abwehr. Gestärkte Attacke. Widerstand. Automagie. TP-Absorption. Chakra. Ach komm, hier. Chakra kannst du nochmal kriegen. So. Barret hat ja eh. Aerith auch. Okay. Aber hier fehlt noch die dritte. MP hast. Komm, nehmen wir das mal. Genauso bei Barret. Synchro-Schaden. ATB-Verbrauch wird reduziert. Physische Attacke 20%. Jo. Was hat er denn hier? Chocobo und Mogri. Ja, die passt zu ihm. Ifrit, Ramu, okay. Dann habe ich noch eine andere über. Ne, alle belegt. Gut, dann soll es wohl so sein. Das heißt, mit dieser Truppe. Hier gibt's nichts zu sehen. Da werden wir in der nächsten Folge die Shinra-Villa betreten.